Okay, also ich glaube, ich habe mir jetzt alles angeguckt und wir stellen fest, dass es hier nicht allzu viel gibt. Außer drei Loren, auf jeder Etage eine, die wir benutzen können. Und oben halt der Schalter, um den Strom anzumachen, der aber, glaube ich, also könnte ich mir vorstellen, nur für die obere Etage gilt. Aber ja, und eine Tür und eine Nische. Ja. Okay, wo fangen wir an? Fangen wir mit den gruseligen Tiefen an oder mit den luftigen Höhen? Jetzt sind wir natürlich einmal hier. Was sind das nur für Dinger? Ich glaube, hier kommen wir nicht hoch, weil hier ist keine Kette. Und ich glaube, das Spiel ist detailgetreu genug, um das zu realisieren hier an dieser Stelle. Kommen wir wahrscheinlich da an der Stelle dann wieder raus. Okay. Gut, versuchen wir unser Glück. Ja, ich speichere nur unter einem anderen Punkt wegen des Schalters, den ich da oben sehr vorschnell gedrückt habe. Ah, wir kriegen sogar schöne Musik. Ja, sie steigt auch gleich in die richtige Richtung ein. Okay. Nicht so. Ah, okay. Oh, sie hat eine Schraubenschlüssel in der Hand. Okay. Dafür sind die Dinger da. Okay. Wenn ich raus will, was mache ich dann? Ah, okay, ich kann bremsen. Ich glaube, es wäre auch wichtig hier an der Stelle. Gut, es ist kein Abgrund, wie ich erst dachte, sondern einfach nur. Okay, liebe Lara, wie kann ich wieder aus der Lore aussteigen? Wahrscheinlich so, wie ich aus den ganzen anderen Fahrzeugen auch aussteigen kann. Okay, also wie wir bremsen, das wissen wir. Wir können wahrscheinlich darüber auch beschleunigen. Okay, dann versuchen wir das jetzt hier mal. Nein, ich will raus aus der Lore. Ach, verdammt. Ja. Damit sich das mit dem Tod auch wenigstens realistisch anfühlt. Wahrscheinlich muss ich die Weiche umlegen. Ich frage, wie ich das mache. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich habe ja gebremst, indem ich Alt und rückwärts gedrückt habe. Und, Lara. Okay. Und mit String und vorwärts steige ich ein. Mit Ducken ducke ich mich. Okay, diesmal bleibt sie komplett geduckt. Nee. Alt ist generell bremsen. Es hat nichts mit Alt und nach hinten zu tun. Ah, okay. Mit Steuerung, ja, darauf hätte ich auch kommen können. Mit Steuerung haut sie mit dem Schraubenschlüssel zur Seite. Das heißt, damit können wir die Ampel umstellen. Okay. Na denn. Sie kann nur von der Seite einsteigen. Ach, Lara. Okay, ich glaube, das wird jetzt hier eine ganze Weile dauern, wie ich hier so den Bogen raus habe, wie das funktioniert. Bleib schön unten, Lara. Diesmal hat es geklappt. Darf ich jetzt aussteigen? Nee. Ich weiß nicht, wir haben was abgekriegt, aber wie viel? Okay. Ach du Scheiße. Oh, sie hält von alleine an. Okay.
Ah, die Kette hört auf. Aha. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen was abbekommen. Vielleicht hätte ich warten sollen, bis wieder so ein giftiger Forscher angesprüht kommt. Okay, und hier ist noch eine weitere Schiene. Oh Gott, das ist ganz schön verzweigt hier. Sieht auch eher so aus, als wollten sie eher so eine kleine Achterbahn basteln und nicht irgendwie Schienen, die irgendeinen Sinn erfüllen. Aber ich mag ja sowas in Spielen immer sehr gerne. Okay. Irgendwas. Ja, ich glaube, ich weiß nicht so genau. Ich meine, wenn das mit dem Schalter falsch war, dann. Also ich meine, von dem Speicherpunkt aus kann ich ja die ganze Fahrt auch nochmal machen, wenn ich das möchte. Das sieht mir doch jetzt hier wieder so aus wie so eine Nische, wo gleich was rauskommt. Sowohl in die eine als auch in die andere Möglichkeit. Nee, in die andere Richtung nicht, aber in die hier. Ach, man sieht nichts. Nee, da ist nur eine Schräge, okay. Und da ist ein Abgrund, okay. Ah, da geht's weiter, offensichtlich. Eine andere Schiene. Vielleicht müssen wir auch hier jetzt in diesem Schienenlabyrinth noch mehr Weichen umstellen. Das kann ja sein. So, okay. Der nächste Akt wird sein, dass wir uns mal im Wasser umschauen. Wir wissen ja noch aus dem letzten Level, dass es mit dem Wasser nicht so ganz ungefährlich ist. Oder? Beziehungsweise können wir auch, wenn wir jetzt einmal hier sind, können wir auch da mal um die Ecke gucken gehen. Ja, da geht es in der Tat nach unten. Und ja, da kommen wir quasi dort raus, wo wir gerade waren, wo wir gerade hingeguckt haben. Wahrscheinlich ist es, wenn wir jetzt hier runterrutschen, unser einziger Weg zurück. Ist nur die Frage, ob das noch mehr Zweck erfüllt. Gehen wir mal gucken. Yep, wir kommen da wieder zurück. Oh. Und offenbar. Ja, wir müssen offensichtlich ja wieder irgendwie so den Strom anstellen, dass wir jetzt hier weiterkommen. Okay. Und wahrscheinlich soll uns die Möglichkeit, dass wir runtergehen können und das sehen, ist so ein bisschen einfach den Weg in die richtige Richtung weisen an der Stelle. Sieht ja komisch aus. Ah. Es ist eine Nische, aber da ist irgendwie nichts. Okay. Ich finde es nett von dem Spiel, dass es mir keine Stromschläge gibt.
Ich wollte schon sagen, so viel zu der Theorie, wir kommen hier zurück. Das wäre es jetzt gewesen. Eingesperrt im ewigen Eis. Ja, ist die Frage, womit dürfen wir eigentlich, also wo müssen wir aufpassen, dass wir nicht damit in Kontakt kommen, damit wir nicht selber mutieren? Also was genau haben diese Forscher eigentlich gemacht, was die anderen nicht gemacht haben? Also vielleicht ist ja die Vergiftung sozusagen so ein bisschen, also wie so eine Zombie-Epidemie oder so. Tja. Kommen wir wieder an Land? Könnte einmal reinspringen? Naja. Okay. Ich sehe hier nichts Interessantes. Und wir sind tot? Nein, nicht ganz, aber es ist nicht besonders angenehm. Wahrscheinlich einfach nur so eine kleine Falle, dass man hier einfach aufpassen muss, wo man hintritt. Ja. Lara, du stirbst jetzt leider. Okay. Ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch ein Weg übrig. Oder kommen wir da hinten? Da sind wir ja, glaube ich, nicht lang gekommen, oder? So viel dazu. Hat aber gepasst. Nee. Nee, hier ist einfach nichts. Und wir können uns hier auch nirgendwo festhalten. Na, ich bin mal gespannt, mit welcher Lore wir denn da oben langfahren. Okay. So, ja, wir haben jetzt hier zwei Türen. So ein bisschen die Frage, welche jetzt als erstes hier aufgeht. Oder ob wir jetzt hier schon irgendwie mit einem Zeitspiel ein Geheimnis mal wieder vermasselt haben. Tja. Auf der anderen Seite, wenn die Tür hier offen wäre irgendwie, dann kommen wir ja, würden wir an die andere nicht rankommen. Also es ist alles ein bisschen fragwürdig. Es kommt so schnell keiner raus, okay. Was natürlich nicht heißt, dass da nicht vielleicht einer entgegengekrochen kommt. Na toll. In der Falle. Okay. Ist jetzt ein bisschen die Frage, ob wir das mit den Pistolen schaffen würden. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß, es werden uns noch viele, viele dunkle Korridore begegnen, aber wir haben ja, glaube ich, genug. Und ich möchte einfach sicherstellen, dass ich in den Nischen nichts übersehe. Weil es passiert mir einfach viel zu oft in diesem Spiel.
Okay. Eigentlich nicht, okay. Ja, ich dachte, du fällst runter, liebe Fackel. Also nicht da durch die Sprossen hindurch, sondern, interessante Ansicht, sondern du rollerst da so runter. Du weißt schon, was ich meine. Oh Mann, ey. Ich bin wie so ein Schisshase, es geht gar nicht. Was war das? Finde es überhaupt interessant, dass das Sprossen sind und man da unten drunter gucken kann. Aber ich fürchte, hier rutschen wir jetzt runter. Also es ist ein ganz schön krasser Umweg dafür, dass wir einfach nur ein bisschen Strom haben wollen, um die Lore weiter zu betreiben. Das ist halt sowieso überhaupt so ein bisschen. Also wir sind hier so gerade so ein bisschen planlos, weil es ist einfach nicht klar, was wir jetzt hier eigentlich machen müssen. Also wir müssen irgendwie Willard finden, aber so jetzt. Du lässt dir ja ganz schön Zeit, liebe Fackel. Das habe ich mir schneller vorgestellt. Ist da jetzt ein Abgrund oder nicht? Ah, doch. Okay, gut. Das war zwar nicht ganz alles, was ich wissen wollte, aber... Okay. Also hier haben wir es jetzt mit irgendwie Strom zu tun. Die Frage ist, was mache ich denn jetzt? Oh, ich kann hier stehen. Wieso kann ich hier stehen? Und ich brauche schon wieder eine Fackel. Oh. Okay. Also irgendwie kann ich auf einige Kästchen drauftreten und auf andere nicht. Aber ich finde dieses Schmorgeräusch, also es ist natürlich unglaublich penetrant, aber es ist auch irgendwie cool gemacht, finde ich. Ja, das war's schon wieder. Okay. Hier hinten wird es jetzt natürlich interessant. Okay, da ist ein Korridor, wo wir eventuell durchkommen. Was gibt's auf der anderen Seite? Da sehe ich gleich gar nichts. Da ist nur irgendwie so eine Glasscheibe. Aber die Frage ist, ja, bis wohin können wir jetzt hier vortreten, ohne dass es uns erwischt? Ich glaube, hier hängt so ein Kabel runter, kann es sein? Nee, es ist einfach nur so ein... Oh, man sieht einfach nichts. Es war schon mal besser, liebes Spiel. Ja, okay. Boah. Ist ja auch ein fieser Korridor. Da komme ich bestimmt nachher raus. Oh nee. Aber ich bin nicht gut genug darauf vorbereitet.
Okay. Gut. Aber wie krass das auch in den Ohren einfach nachhallt, wenn... Okay, das ist also ein noch anders gearteter Mutant. Wenn ich kurz ins Menü gehe und dieses Geräusch weg ist. Okay, ich sollte das Spiel speichern. Jetzt sollte ich es speichern. Okay. Und offenbar machen ihn so Kleinigkeiten wie Strom nichts aus. Also Hochspannung. Okay. Nice. Oder auch nicht. Wenn schon, denn schon. Ich dachte, mich erwarten hier nur so kleine, süße Kriechviecher. Oh Gott. Okay. Es drückt regelrecht auf den Ohren, diese Stille plötzlich. Man fühlt sich, als hätte man Tinnitus. Zumindest geht es mir so. Apropos, ich glaube, das ist dieser Korridor, den ich gerade eben gesehen habe. Obwohl, nee, wir müssen auf der anderen Seite noch hoch. Und ich fand diesen dunklen Korridor in dem Level davor schlimm. Oh Gott. Wahrscheinlich kommt jetzt so ein Kriechvieh einfach nur um die Ecke, um mich zu Tode zu erschrecken. Naja, ich habe ja gespeichert. Lalalala. Na, ich habe gesagt, du sollst eine Fackel anmachen. Danke. Ja. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und da ist in der Mitte aber eine Kriechnische. Seht ihr das? Ob das endlich unser erstes Geheimnis ist? Oder ob das einfach nur zu unserem Korridor führt? Das führt unter? Sie kann keine Fackel anmachen. Shit. Kriegst du mal raus aus dem Schacht, Lara? Warum macht sie nichts? Okay, ich werde wahrscheinlich gleich eher an einem Stromschlag sterben oder so. Okay, wir müssen eine Fackel mitnehmen, damit wir hier irgendwie was sehen. Okay, wenn ich gewusst hätte, wohin dieser Korridor führt mit dieser Lore, also hätte ich mich am Anfang für eine andere Lore entschieden. Okay, wahrscheinlich gibt es hier noch irgendwas Cooles zu holen unter den Gittern, was ich nicht gesehen habe. Ja. Aber der kann hier nicht lang gekrochen kommen. Das geht nicht. Das ist mein einziger Trost. Aber es ist dunkel. Oh Gott, nein. Ich kann mich nicht aufrichten und kann demzufolge keine Fackel anmachen. Sehe nichts. Fuck.
Oder kann ich so? Nee, so rum kann ich das auch nicht machen. Das habe ich schon im letzten Level festgestellt. Doch, es geht. Ach so, weil ich gerade nicht mehr krieche, sondern weil ich hocke. Weil ich mich quasi so ein bisschen aufgerichtet habe. Und Gott sei Dank. Wenigstens was. Also als ich vorhin gesagt habe, ich weiß, es erwarten mich noch viele dunkle Korridore, habe ich nicht damit gerechnet, dass es so schnell schon so weit sein wird. Oh, ich will nicht. Ey. Fuck, da steht ja schon. Sind hier traumatische Ereignisse, von denen ich nicht, die ich nicht erwartet habe, als ich die Aufnahme angefangen habe. Und ich glaube, es wird im nächsten Level noch mal viel schlimmer. Du kannst dich doch. Lara? Kannst du dich nicht aufrichten hier irgendwie? Du konntest dich doch gerade eben aufrichten. Nicht mit den Fußsohlen an dieses Ding hier stoßen, bitte. Kann ich nicht irgendwie eine Waffe ziehen? Ah, die wahrscheinlich nicht. Die wäre praktisch. Macht sie natürlich nicht. Also die großen kann sie, glaube ich, nicht ziehen, aber es kann sein, dass sie die kleinen ziehen kann. Nope. Kannst du dich mal bitte so hinhocken, wie du gerade gehockt hast? Muss ich dafür erst wieder eine Fackel anmachen? Sie hat es doch gerade eben gemacht. Ich halte doch schon gar nicht mehr die Geduck-Taste. Und ich mag dieses Geräusch nicht. Das heißt, wenn es jetzt blöd auf blöd kommt, dann wird sie als erstes die Fackel ziehen und nicht die Waffe, wenn ich da jetzt runterkrieche. Aber es muss doch irgendwie gehen. Also gerade eben ging es doch noch. Es ging doch gerade eben noch. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Kann es sein? Ja. Aber sie kann ihn trotzdem nicht anvisieren. Warum nicht? Ah. Sie zielt nicht auf ihn. Das ist sehr schade. Das haben sich die Spieleentwickler schon mit Absicht so ausgedacht, dass das nicht geht. Dass die Beine keine adäquate Zielscheibe sind. Währenddessen wahrscheinlich er trotzdem hier runterlangen kann. Ja, wenn ich jetzt noch viel weiter nach vorne gehe, dann kann er mich erreichen. Bin ich wieder genauso, wie ich gerade eben war.
Okay, wir suchen uns gerade hier beide irgendwie gegenseitig tot. Das wird so nichts. Lara, wieso bewegst du dich jetzt gar nicht mehr? Ich möchte, dass er wieder zurückkommt und in die andere Richtung an mir vorbeiläuft. Aber wieso bewegt es sich nicht mehr? Ach so, weil ich die Waffen vorher einstecken muss. Also es gibt ja schon so ein paar schreckliche Sachen, wie zum Beispiel, wenn man einfach nicht weiß, wo die große hässliche Spinne ist, die man gerade eben noch direkt über seinem Bett gesehen hat in der Nacht. So fühle ich mich gerade. Naja, ich weiß zumindest, in welche Richtung er gegangen ist. Aber er kommt irgendwie gefühlt nicht wieder. I don't care. Haben wir das auch geklärt. Und das für eine Rakete und ein Paket Schrotflintenmunition. Und es war noch nicht mal ein Geheimnis. Okay. Wir haben so viele Fackeln verbraucht. Das könnte jetzt vielleicht tatsächlich doch zum Problem werden mit den Fackeln. Was natürlich blöd ist. Ich habe was gehört. Was natürlich blöd ist, wollte ich sagen, weil. Okay, in dem Winkel hört man nichts. Also ich sehe noch was, aber ihr seht ja dann nichts mehr. Und manchmal möchte ich vielleicht auch möchte ich gerne Orte für euch ausleuchten. Und da wäre das dann natürlich ein bisschen blöd. Eieieiei. Okay, ich weiß, ich habe nichts gemacht in dieser Zeit. Ich habe noch nicht meine Fackel angezündet, aber. Okay. Raus hier. Oh, da oben ist wieder Licht. Danach überprüfen wir unseren Fackelstatus. Weil 200 Fackeln hatten wir nicht am Anfang. Ich ahne Schlimmes. Oh nein, wir sind jetzt. Wieder bei einer Tür. Bei mehreren Türen. Okay. Was sagen die Fackeln? 99. Na gut, das ist okay. Solange wie es nicht irgendwie unter 50 sind oder so.